hier, die Dusend Düvels Warf, da war ich ja letztes Jahr schon mal. Das entsprechende Video gibt es am Ende. Das heißt, wenn ihr das sehen wollt, schaut euch erstmal das Video von heute an. Heute möchte ich mich mit einer Person beschäftigen, die ich nicht unbedingt inspirierend finde und die auch kein großes Vorbild für mich war. Aber ich bin der Meinung, dass man sich mit dieser Person beschäftigt haben sollte und ihren Namen kennen sollte. Ja, besonders wenn man hier in Dithmarschen wohnt, aber eigentlich auch über die Grenzen hinaus, nämlich Wulf Isebrand. Und damit willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Der eben erwähnte Wulf Isebrand und seine Lebensgeschichte sind eng mit diesem Denkmal hier verbunden. Es ist nicht unbedingt ein Denkmal für ihn, aber ein Denkmal für etwas, wo er eine besondere Rolle gespielt hat. Dazu aber später mehr. Wulf Isebrand wurde vermutlich zwischen 1465 und 1480 hier in Dithmarschen geboren. Erstmals erwähnt wurde er in den Chroniken von Dithmarschen im Jahr 1499 im sogenannten Ottendorfer Streit. Im sogenannten Ottendorfer Streit ging es um Streitigkeiten zwischen Hamburgern und Dithmarschern um Ländereien und da scheint er eines der Opfer, einer der Geschädigten gewesen zu sein. Die Tatsache, dass er damals 1490 geschädigt wurde, zwar nicht körperlich, aber finanziell, war wahrscheinlich ausschlaggebend dafür, dass er letztlich im Jahr 1500 bei der Schlacht von Hemmingstedt kämpfte. Und genau an diese Schlacht erinnert quasi dieses Denkmal hier, die Dusen Düvels Warf, ja, in der Nähe von Meldorf. Die Schlacht fand tatsächlich hier auf den Ländereien rund um diese Warf statt. Und deswegen wurde dieses Denkmal auch genau an dieser Stelle hier errichtet. Der besagte Wulf Isebrand, um den es ja eigentlich geht, war Anführer einer der wichtigsten Abteilungen während dieser Schlacht und seine Strategie war es wahrscheinlich, die entscheidend dabei mitgewirkt hat, dass letztlich die Dithmarscher gegen das überlegene Heer der Dänen und Holsteiner hier auf dem Schlachtfeld bei Hemmingstedt oder zwischen Hemmingstedt und Meldorf gewonnen haben. In meinem Video vom letzten Jahr gehe ich etwas genauer und ausführlicher auf die Schlacht ein, aber das werde ich ja wie gesagt hier am Ende verlinken. Eins vielleicht noch zu Wulf Isebrand. Er starb 6 Jahre nach der Schlacht im Jahr 1506 hier in Dithmarschen als Bauer. Heute ist Wulf Isebrand quasi Volksheld von Dithmarschen und jeder kennt ihn hier, glaube ich zumindest. Und es gibt auch diverse Straßen und Plätze, die nach ihm benannt sind. Und es gibt auch Denkmäler, zumindest an einer Schulfassade in Albersdorf gibt es eines. Ja, eigentlich sollte der vielleicht noch präsenter im Gedankengut hier in der Region sein. Schreibt mir doch gerne mal eure Gedanken zu Wulf Isebrand unten in die Kommentare zu diesem Video. Ich sage an dieser Stelle erstmal Tschüss und auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Und vielleicht sieht man den einen oder anderen von euch ja demnächst mal hier an der Dusend Düvels Warf. Bis dahin, ciao!